Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Morgenandachtsreihe zu dem Musikverständnis bei uns in Köln-Ostheim. Der Satz, über den es heute gehen soll, heißt: Für den Lobpreis eignen sich Musikinstrumente aller Art. Der Text dazu: Im Psalter sind wir dazu aufgefordert, Gott mit Schlag-, Blas- und Saiteninstrumenten anzubeten. Psalm 150 zeigt uns das auf. Also bis auf Tasteninstrumente, die ja auch irgendwo Saiten- oder Schlaginstrumente kombiniert sind, die es ja auch damals nicht gab, werden somit alle Kategorien von Instrumenten für den Lobpreis verwendet, nach dem biblischen Vorbild. An keiner Stelle der Bibel wird ein Musikinstrument als solches kritisiert oder für den Lobpreis als ungeeignet deklariert. Soweit der biblische Text. Aber wir wissen alle, wir befassen uns hier mit einem Thema, das in der Geschichte der Gemeinde ein unrühmliches Kapitel darstellt. Historisch betrachtet hat jede Veränderung in Musik und Ausdrucksformen im christlichen Gottesdienst zu Kontroversen, ja zu Konflikten geführt. Da gab es den monophonen gregorianischen Gesang im 5. Jahrhundert, wo dann später von Polyphonie, von Mehrklang abgelöst, auf einmal gab es Harmonien im Gottesdienst. Martin Luther führte viele Musikformen ein, während Johannes Calvin darauf bestand, nur Psalmen zu singen und so weiter. Nehmen wir das Thema Orgeln. Etwa 300 vor Christus wird das Prinzip der Orgel in Griechenland erfunden. Die Gemeinde wird danach gegründet, das ist also ein heidnisches Instrument. Erst 900 nach Christus wird es nicht ganz ohne Kontroverse eingesetzt. Und als die Reformation im 16. Jahrhundert wieder aufkam, kam der Teufelsdudelsack oder die Teufelstrompete oder der Verführer zur Anbetung des römischen Antichristen. Alles Bezeichnungen für die Orgel nochmal auf den Prüfstand. Und besonders die Puritaner haben besondere Arbeit geleistet, zogen durch die Lande und zerstörten alle Instrumente des Bösen. Orgel. Die große Orgelkontroverse. Nochmal zurück zu den Kirchenvätern. Im 5. Jahrhundert hatten viele Kirchenväter nicht viel Gutes über Musikinstrumente per se zu sagen. Warum denn? Ja, sie reagierten auf heidnische Praktiken und heidnische Musik ihrer Zeit. Sie sagten, Harfen und Psalter sind grob und fleischlich. Sogar im 3. Jahrhundert sagt Cyprian, dass es jemand, der ein Instrument mit Fingern spielt, ist undankbar gegenüber dem Schöpfer, der ihm doch eine Zunge gegeben hat. Im 5. Jahrhundert sagt John Chrysostomus, wir brauchen keine Gitarren, keine gespannten Saiten, kein Plektrum, keine Technik, kein Musikinstrument, sondern man kann, wenn man will, selbst eine Gitarre oder ein Zitharas werden, also ein Instrument werden. Ja, und vergeistigt das Ganze. Also diese Ablehnung von Instrumenten brachte ja aber eine Erklärungsnot damals, da die Bibel ja natürlich sehr positiv zum Einsatz auffordert. Der eine löste das Problem dadurch, indem er alle Instrumente des Alten Testaments als Allegorie bezeichnete. Der Mund zum Beispiel ist die Leier, die vom Geist angeschlagen wird. Pauken und Tanz, das ist die meditierende Gemeinde im Gottesdienst. John, den Chrysostomus, den wir schon mal angeschaut haben, hat einen anderen Ansatz. Er sagte, die Instrumente wurden dem israelitischen Volk damals im Alten Testament erlaubt, weil sie noch schwach im Geist waren und sie sich noch nicht ganz vom Götzenkult gelöst haben. Haarraufen, nicht wahr? Als man sich dann aber endlich irgendwann mal auf Harfen und sowas geeinigt hatte, dann kam in der Kirchengeschichte als nächstes Teufelsinstrument die Geige. Sie wurde auf weltlichen Festen zum Tanzaufspiel eingesetzt und so weiter. Auch das legte sich irgendwann. Dann kam das Klavier. Vor 140 Jahren der Klavierbann. Das aufrechtstehende Instrument stand ja in Salus und in ähnlichen Establishments. Es war Ragtime. Und kein geistlich denkender Mensch hätte sowas je im Gottesdienst geduldet. 1950, das neue geistliche Lied, die Verbreitung von zeitgenössischer christlicher Musik, der Beginn von dem, was wir heute Lobpreis nennen, Jesus Rock, den 1960ern, diese teuflische Musik. Ja, es war Hippie-Musik, Gitarren, Percussion. Das ist unsere Geschichte. Das ging nicht ganz spurlos uns vorbei und ist in manchen Gemeinden immer noch ein Thema. Ach ja, noch ein Wort zum biblischsten aller Instrumente, die Trommel.
Muss ich mehr sagen? Oft sind die Reaktionen auf Musikinstrumente und Musikformen, auch in der Geschichte, nicht biblisch begründet. Sie stammen aus anderen Quellen, zum Beispiel aus persönlichem Erfahrung, Geschichtsgedächtnis, aus Prägung, vielleicht sogar aus ästhetischen Vorlieben oder falsch verstandenen theologischen Aussagen. Manchmal tatsächlich auch haarsträubende Einlegungen in den Text, wie die Kirchenväter gezeigt haben, statt Auslegung, um eine Position zu erklären. Wichtig dabei ist mir, erstens, wenn wir in der Gemeinde auf Instrumente und auf Musikformen in Konflikt geraten, dann ist das erstmal ernst zu nehmen. Aber man muss es einordnen. Die meisten Auseinandersetzungen und Kontroversen in der Musik, das müssen wir aus der Geschichte lernen, basieren auf subjektive Argumente und nicht, weil wir uns über biblische objektive Aussagen austauschen. Im Nachhinein erscheinen ja viele dieser Kontroversen naiv, ja fast lächerlich. Doch zu ihrer Zeit haben sie einen großen Schaden angerichtet. Schaden für das Evangelium, für die Gemeinde, für das christliche Zeugnis der Nächstenliebe. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Es ist wichtig, und gerade deshalb ist es wichtig, klar und biblisch begründet Stellung zu beziehen. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man respektvoll und vorsichtig mit Menschen umgeht, die echte Mühe und Not mit manchen Veränderungen haben. Festzuhalten ist, es gibt vor allem im Alten Testament, auch andeutungsweise im Neuen Testament, Stellen, die die Musikinstrumente in allen drei Gattungen, Blasinstrument, Schlaginstrument oder Rhythmusinstrument und Saiteninstrument, für den geistlichen Nutzen einsetzen können. Und natürlich gibt es auch Musikinstrumente, die im falschen Kontext eingesetzt werden. Aber dort ist es in der Bibel nie das Instrument der Auslöser, sondern die Sünde des Menschen. In Hiob lesen wir von den Bösen, die Instrumente nutzen. Oder das bekannteste Orchester ist vielleicht das von Daniel 3, König Nebukadnezar. Aber die Instrumente, die dort angeführt werden, lassen sich alle mit Psalm 150 auch erklären, wo die gleichen Instrumente zur Ehre Gottes eingesetzt werden können. Und somit wollen wir Folgendes festhalten. Wir wollen nicht von vornherein Musikinstrumente ausschließen, sondern eine Vielfalt fördern. Es ist also nicht wichtig, zuerst zu fragen, womit wird gespielt, sondern wer spielt und warum spielen wir. Denn für den Lobpreis eignen sich Musikinstrumente aller Art. Ich wünsche euch einen guten und gesegneten Sonntag und ein gesegnetes Wochenende.